Ken hat einfach versucht zu kochen und hat die Küche schon in Brand gesteckt. So schnell soll die Challenge nicht enden. Barbie gegen Ken. Heute gibt es das ultimative Duell. Und nur einer der beiden wird es überleben. In diesen beiden Häusern leben Barbie und Ken. Raus dürfen sie nicht, aber das ist auch kein Problem, denn sie haben alle Gegenstände, die sie zum Überleben brauchen. Doch das wird sich bald ändern. Alle 12 Stunden löschen wir einen Gegenstand und unser Glücksrad wird entscheiden, welchen. Wer der beiden wird wohl überleben? Schreib mir deine Vermutung gleich mal in die Kommentare. Wir haben 18 Uhr, noch fühlt sich unsere Barbie selbstsicher und sieht sich erstmal in ihrem neuen Haus um. Aber jetzt löschen wir gleich mal den ersten Gegenstand. Die Staffelei. Gut, Künstlerin wird sie nicht mehr, aber ihr Leben wird es jetzt auch nicht sonderlich einschränken. Und unser Ken hatte sich hier auf der Couch gemütlich gemacht. Bei ihm löschen wir den Strickkorb. Und nun warten wir bis zum nächsten Morgen. Ken hat einfach versucht zu kochen und hat die Küche schon in Brand gesteckt. So schnell soll die Challenge nicht enden. Ich hoffe, er löscht sich selbst. Okay, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Er hat sich selbst gelöscht. Das hätte sehr schnell schlecht ausgehen können. Ein bisschen ist er jetzt natürlich im Nachteil. Backofen hat er keinen mehr. Aber den werden wir ihm auch nicht ersetzen. Nun haben wir 6 Uhr morgens und als nächstes löschen wir die Lautsprecher. Ein Fenster. Oder alle Fenster? Eigentlich müssten es gleich alle Fenster sein. Und nun lebt er vollkommen ohne jegliches Sonnenlicht. Warum macht Sims quälen eigentlich immer so viel Spaß? Und nun heißt es wieder 12 Stunden warten. Barbie macht einfach den ganzen Tag das Gleiche. Sie sieht fern oder schaut sich ihre Bar genauer an. Dann ist es wenigstens wieder fair. Die Staffelei. Die hat Barbie ja auch schon verloren. Das ist jetzt echt nicht so das Problem. Ken fühlt sich benommen, weil er mit Voodoo-Zauber belegt wurde. Ken fühlt sich seltsam benommen, so als ob er einen Schlag auf den Kopf bekommen hätte. Möglicherweise hätte ich den Häusern nicht das Merkmal verflucht geben sollen. Was ist denn jetzt passiert? Etwas Seltsames ist geschehen in der Nacht und Dinge sind kaputt, wenn der Sim erwacht. Es ist einfach alles kaputt. Die Dusche, die Toilette, die Waschbecken, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Fernseher, Computer. Und bei Ken sieht es einfach genau gleich aus. Bis auf den Computer. Er hat gar keinen. Wo ist sein Computer hin? Können die Kobolde auch Dinge klauen? Eigentlich dachte ich ja, einer der beiden wird verhungern. Aber mittlerweile glaube ich, dass es ein Stromschlag wird. Und aus einem kaputten Kühlschrank kann man nichts zu essen nehmen. Jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, reparieren die beiden eher freiwillig den Kühlschrank? Oder verhungern sie? Aber wir haben 6 Uhr morgens, das heißt, der nächste Gegenstand wird gelöscht. Auch alle Fenster. In einem Haus ohne Fenster zu leben, muss absolut schrecklich sein. Aber natürlich müssen wir ihm jetzt auch noch was wegnehmen. Die Dusche. Ab jetzt muss er wohl stinken. Ken hat in letzter Zeit gerne geputzt und andere Arbeiten im Haushalt verrichtet. Er freut sich, wenn alles ordentlich ist. Dann ist er ab jetzt eben ordentlich. Mittlerweile geht es beiden schon richtig schlecht. Sie müssen dringend auf die Toilette, sie haben Hunger und sie stinken. Und anscheinend sind Sims zu dumm und reparieren selbstständig einfach keine Dinge. Da kann ich jetzt halt auch nichts dafür. Als ob. Barbie, wieso kannst du jetzt auf einmal kochen? Wieso kann ich dir nichts zu essen rausgeben? Aber du selbst kannst es. Ken versucht verzweifelt Grillkäse zu machen, aber das funktioniert natürlich nicht ohne Ofen. Er hat 2 Anläufe gebraucht, um das zu verstehen, aber dafür konnte er irgendeinen Snack essen. Ich habe noch immer keine Ahnung, warum das funktioniert. Weiß das irgendwer von euch? Und jetzt möchte auch Barbie ordentlich sein. Warum sind die beiden sich so ähnlich? Das ist echt creepy. Ken putzt sein Waschbecken. Aber reparieren tut er es trotzdem nicht. Warum reparieren Sims nicht, wenn die Selbstständigkeit an ist? Ken ist nun eine Emotionsbombe. Das kann ich tatsächlich verstehen. Wenn ich hier leben würde, wäre ich das wohl auch. Und jetzt gönnt er sich erstmal einen Drink.
und das füllt sein Hungergefühl auf. Also haben sie sogar noch eine Chance, auch wenn der Kühlschrank weg ist. Ken ist von einer großen Traurigkeit übermannt worden. Er kann sich momentan einfach nicht gegen die düstere Stimmung wehren. So fängt wohl das Ende an. Ken ist düster. Und das mit dem Grillkäse wird er auch niemals aufgeben. Und nun verlieren sie den Kühlschrank. Oh no, für Barbie könnte es knapp werden. Das mit dem Kühlschrank ist natürlich gar nicht gut, aber zumindest hat sie noch die Bar. Und das Sofa war zwar gemütlich, aber mehr auch nicht. Wie leer hier alles aussieht. Ken hat in seinem Badezimmer einfach nur mehr den Spiegel. Oh wow, das ist aber ganz schön unordentlich hier. Soll ich dir bei deinem Chaos helfen? Nein, danke, Nox Greenberg. Ich kenne dich nicht. Das ist creepy. Und die nächsten Gegenstände müssen dran glauben. Ihre Lampen. Barbie lebt jetzt in vollkommener Dunkelheit. Sein Lautsprecher. Also Ken hat in letzter Zeit wirklich Glück. Barbie geht es mittlerweile richtig dreckig. Sie muss auf die Toilette, sie ist fast am Verhungern, sie stinkt. Sie hat überhaupt keine sozialen Kontakte und müde ist sie auch noch. Ich hoffe, sie nimmt sich etwas aus der Bar zu trinken, bevor sie wirklich verhungert. Ken geht es verhältnismäßig richtig gut, aber er hat immerhin auch noch einen Kühlschrank und ein Bett. Ich habe das Gefühl, Barbie kommt einfach nicht auf die Idee, sich hier ein Getränk einzuschenken. Und wenn das so bleibt, wird sie in 24 Stunden verhungern. Und Ken möchte kokett werden, als hätte er gerade keine anderen Probleme. Arme Barbie, sie hat nur mehr 19 Stunden. Und es wird wieder Zeit. Was muss diesmal dran glauben? Barbie verliert ihr Sofa. Aber da oben schläft sie doch gerade. Das ist wirklich grausam. Und nun verliert auch Ken seinen Kühlschrank. Wenn Barbie jetzt schlau genug wäre, um ein Getränk aus der Bar zu trinken, würde sie gewinnen. Denn Ken hat absolut nichts mehr. Außer jede Menge angefangene Gerichte natürlich. Nur noch 7 Stunden. Barbie, bitte trink doch einen Cocktail. Ich bin doch Team Barbie. Barbie hat nur noch 3 Stunden. Es sieht wirklich nicht gut aus. Nur noch 20 Minuten. Nur noch 15 Minuten. Jetzt wird sie vorher noch schnell ohnmächtig. 3, 2, 1. Nein, Barbie. Barbie ist verhungert. Hallo Sensi, alter Freund. Ich hoffe, dir geht es zumindest gut. Und gewonnen hat Ken. Eindeutig. So sehen Gewinner aus. Barbie gegen...